In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tommy. Dunkle Gestalten. Kehrt und erzählt vergessene Geschichten. Glaubt es. Wollen wir nicht alle dem Schicksal entkommen? Selbst bestimmen, wie wir unsere Ewigkeit verbringen wollen, auf Gedeih und Verderb? Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge von Kehrt und Erzählt. Geister werden normalerweise von Priestern, Exorzisten und Geistlichen gebannt. Verlorene Geister sind aber jene, die sich erfolgreich dem geistlichen Bann zu entziehen wussten. Und um genau so einen Geist dreht sich unsere heutige Folge. Schauplatz ist wie des Öfteren in einer Region der Weg zur Maldonalm. Aber sehen Sie selbst. Das Hantenjoch, ein weit über die Landesgrenzen hinaus bekannter Gebirgspass, der das Lechtal mit dem Inntal verbindet. Die kurvenreiche Straße, geschlagen in den kargen Fels, führt jedes Jahr unzählige Menschen nach Imst. Die wenigsten aber wissen um die Geschichten, die sich das Volk in den Bergen von diesem Pass erzählt. Nachdem unser Team die Genehmigung erhalten hat, die Forstwege im Zuge der Dreharbeiten zu befahren, machen wir uns auf den Weg und erkunden die Natur unter neuen Gesichtspunkten und werden nicht enttäuscht. Für unser Team sind die Sagen und die Geschichten deutlich spürbar. Das hier ist der alte Maldonweg, der von Imst hinauf zum Hantenjoch führt. Und auf diesem Weg sind früher die Menschen bei Wind und Wetter, bei Regen, Donner und Blitz und manchmal sogar bei Schneefall hinauf zum Hantenjoch und dann hinüber ins Lechtal und ins Auserfern marschiert. Und wenn man bei so widrigen Wetterverhältnissen unterwegs ist, man muss sich das einmal vorstellen, hier zwischen all diesen zerklüfteten Felsen, da kann es schon passieren, dass manch einer jemanden oder etwas gesehen hat, was es normalerweise gar nicht geben soll. Oder vielleicht doch? Tja, wer weiß das schon? Ein paar Imster Bauern gingen einst Richtung Maldon, um das Zone, also das Festsetzen der Almverträge nach altüberlieferten Maßen vorzunehmen. In der Salvesenschlucht wurden sie von einem greisen, schwarzbärtigen Mann überholt, der scheinbar sehr eilig hatte. Die Imster fragten ihn nach dem Ziel seiner Wanderung. »Ich gehe auf Maldon, Malche zum Zon«, war die Antwort des dürren Wanderers. Und wenn's halt doch ein versprengter Geist war, mutmaßten die Imster,
denen die Geschichte nun doch ein wenig seltsam vorkam. Beim Almzaun kam ihnen dann in den Sinn, was die Vorfahren sie gelehrt hatten. In die Lötlatte beißen, hieß es allgemein, damit einem die Almputzer nichts anhaben können. Und so taten sie es. Als sie der Alm näher kamen, rumpelte es gewaltig in der Hütte. Der Weg zum Aldon existiert noch heute und führt vorbei an einer abgelegenen Jägerhütte mitten im Wald. Friedlich anmutend wacht das kleine Haus inmitten der Alpen, umringt von Bäumen, Fels und Wasser. Gerade so, als stünde es in dieser vergänglichen Zeit so für alle Ewigkeit. Beinahe spürt man die Anwesenheit jener, die auf diesem Weg wanderten. Die Imster Bauern kamen bei der Hütte an und einer hatte die Idee, dem Toben in der Hütte ein Ende zu machen, indem er einen Rosenkranz in Richtung des Putzes schleuderte, der hinter dem vergitterten und verschlossenen Fenster zu den dreien herauslugte. Und so verschwand der Putz augenblicklich. Der heimkehrende Senner hielt die Imster vielleicht benebelt, etwa vom Schnaps, als er die Geschichte hörte. Die Bauern ließen es sich aber nicht nehmen, so oft sie ab diesem Tag zum Aldon gingen, in die Lötlatte zu beißen. Man kann nie wissen, für was es gut ist. Na, was denken Sie? War es ein versprengter Geist oder doch nur ein einfacher Wanderer? Aber wie erklärt sich dann die Tatsache mit den Rosenkränzen? Unser Team hatte jedenfalls während der Dreharbeiten des Öfteren das Gefühl, beobachtet zu werden. Lag das nur an der Stille? Wir wünschen Ihnen jedenfalls einen schönen Abend, bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, dass Sie ruhig und friedlich schlafen können. Hinterlassen Sie uns doch wie immer Ihre Eindrücke in den Kommentaren. Besuchen Sie die verlinkten Webseiten in der Videobeschreibung und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Aktivieren Sie auch die Glocke, um keine neue Folge zu versäumen. Und geben Sie uns einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis demnächst bei Kehrt und Erzählt. Gute Nacht.